Wer den Namen Morgin hört, der verbindet damit üblicherweise den gleichnamigen Passübergang zwischen der Schweiz und Frankreich südlich des Genfer Sees. Unweit der Passhöhe liegt mit der Ortschaft Morgin aber auch ein renommierter Wintersportort, der seit Jahrzehnten Teil des größten grenzüberschreitenden Skigebiets der Welt ist, den Porte du Soleil. Zwei Zubringerbahnen starten von Morgin aus in zwei unterschiedliche Himmelsrichtungen. Auf der einen Seite die Seilbahn zur Folleuse in den bekannten Sektor zwischen Champéry und Avoriaz, auf der anderen Seite die Sesselbahn Les Têtes in den Sektor Bec du Corbeau. Letztere genießt eher geringere Bekanntheit, denn der nördliche Teil der Porte du Soleil zwischen Morgin, Torgon und Superchâtel ist mit seiner geringen Höhenlage weit weniger frequentiert als der Bereich weiter südlich. Und so ist auch die Zubringersesselbahn von Morgin ein eher gemütliches Exemplar. Seit dem Jahr 1987 dreht an dieser Stelle eine fixgeklemmte Vierersesselbahn von Poma ihre Runden. Ein Standardbauwerk mit Antrieb und Abspannung im Tal, das auf 1,2 Kilometern Strecke gute 400 Höhenmeter überwindet. Erschlossen ist dieser Sektor aber bereits viel früher. Schon 1950 entsteht an diesem Hang die erste Einersesselbahn von Morgin, die 1963 durch eine zweite Sektion bis auf den Gipfel des knapp 2000 Meter hohen Bec du Corbeau ergänzt wird. Weil sich der exponierte Berg aber nicht wirklich zum Skifahren eignet, gibt man die Hänge gut zwei Jahrzehnte später schon wieder auf und verlängert die erste Sektion beim Neubau 1987 ein Stück quer zum Hang. Von der einstigen Bergstation ermöglicht vor dem Neubau der Schlepplift Flèche d'Or das Weiterkommen. Der kuppelbare Puma-Stangenschlepplift aus dem Jahr 1970 hat beim Neubau der Zubringerbahn aber noch nicht ausgedient, sondern wird auf neuer Trasse im Jahr 1988 wieder aufgestellt. Als Schlepplift Écoutille erschließt er seither einen kurzen Hang östlich der Sesselbahn Les Têtes und endet in Sichtweite von deren Bergstation. Neben seiner Funktion als Beschäftigungsanlage dient er auch als Rückbringer von den weiter oberhalb gelegenen Pisten zur Sesselbahn. Denn nicht selten passiert es, dass die Talabfahrt auf dem sonnigen Südhang nach Morgin wegen Schneemangels nicht geöffnet werden kann. Dann geht es per Sesselbahn zurück ins Tal. 160 Höhenmeter überwindet der Schlepplift Écoutille auf gut einem halben Kilometer Strecke, benötigt dabei aber anders als in seinem ersten Leben eine Kurve. Längst nicht alle Teile werden vom Schlepplift Flèche d'Or übernommen, sodass beispielsweise die Bergstation heute weit moderner daherkommt und einen Seilscheibenausstieg aufweist. Gleich neben dem Schlepplift Les Écoutilles startet mit dem Doppelschlepplift Sépar-Culet eine weitere Konstruktion aus dem Hause Poma. Auch an dieser Stelle entsteht die erste Aufstiegshilfe bereits Ende der 60er Jahre als Entlastung und Alternative zur exponierten Sesselbahn am Bec du Corbeau. Die neue Erschließung per Schlepplift durch den Wald ist deutlich weniger windanfällig und auch für schwächere Skifahrer die geeignetere Wahl. 240 Höhenmeter überwindet der Schlepplift fortan auf einem knappen Kilometer Strecke und erschließt eine ganze Reihe von Abfahrten. Im Zuge der veränderten Gegebenheiten Ende der 80er Jahre mit der Stilllegung der Sesselbahn Bec du Corbeau erhält er eine parallel verlaufende Schwesteranlage. Die Förderleistung wird entgegen der einstigen Annahmen aber nur selten benötigt. Und mit schwindender Nachfrage in diesem Sektor wird die ältere der beiden Anlagen zu Beginn der 2020er Jahre schließlich stillgelegt.
Ein weiterer Poma-Schlepplift entsteht dagegen auf der anderen Seite des Bergrückens noch 2004 als Neuerschließung. Der Bereich Prélaviers ist bereits seit Ende der 70er Jahre ein strategisch wichtiger Knotenpunkt zur Verbindung der Sektoren Morgin, Châtel und Torgon. Weil der dortige Schlepplift Chermeux als Zubringer in den Bereich Châtel häufig überlastet ist, entschließt man sich nach der Jahrtausendwende zum Bau dieses kurzen, kuppelbaren Stangentellerlifts. Er verläuft entlang einer bereits bestehenden Piste und weist trotz seiner ausgesprochen flachen Trassierung sogar eine Kurve auf. Für Wiederholungsfahrten eignet er sich allerdings kaum, sodass die Gäste ihn einzig als Zubringer zu den beiden mit Abstand interessantesten Anlagen in diesem Sektor nutzen. Die Schlepplifte Chalineuf erschließen die Paradehänge des Sektors Bec du Corbeau und kommen daher seit Ende der 80er Jahre auch gleich in doppelter Ausgabe daher. Erneut handelt es sich um zwei kuppelbare Stangenschlepplifte aus dem Hause Poma, die einen sanft abfallenden Hang auf der Nordseite zwischen Bec du Corbeau und Porte de Culée bedienen. Rund 240 Höhenmeter überwinden sie, benötigen dafür aber mehr als 1,4 Kilometer schräge Länge. Bis auf einen kurzen Abschnitt geht es auf der Strecke daher ausgesprochen flach zu und her. Ganz ohne Kurve geht es aber natürlich auch hier nicht. Und so biegen die 1986 und 1988 eröffneten Lifte am namensgebenden Chalineuf leicht nach rechts ab. Der Grund für diese Trassierung wird kurz darauf deutlich. Denn die Stangentellerlifte folgen ab dieser Stelle dem Verlauf des Vorgängers. Schon 1966 entsteht hier der erste Schlepplift. Allerdings handelt es sich damals um einen Bügelschlepplift von Bühler, der am Chalineuf startet. Poma verwendet den größten Teil der bestehenden Stützen für den ersten Lift 1986 weiter, woraus eine recht einmalige Konstruktion resultiert. Weil Stangenschlepplifte grundsätzlich jedoch stärker dem Relief folgen müssen und dementsprechend mehr Stützen benötigen, finden sich zwischen den alten Exemplaren aber noch einige neuere Konstruktionen aus dem Hause Poma. Das Erstlingswerk ist in den ersten Betriebsjahren übrigens von Morgin kommend zunächst nur vom Bec du Corbeau-Gipfel erreichbar. Erst mit dem Bau des ersten Schlepplifts im Bereich Culée entsteht eine Alternative. Als Rückbringer vom Sektor Super Châtel kommt dem Lift aber schon damals eine wichtige Aufgabe zu. Von dort aus ist die Talstation mit einem kurzen, aber steilen Bügelschlepplift erreichbar, der 1975 einem bis heute existierenden Stangenschlepplift weicht.